herzlich willkommen bei einer erneuten Mod-Vorstellung. Wie bereits gestern erwähnt, sind wir heute wieder mit einer Welle von neuen Mods überschwemmt worden und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Der erste von den 24 Veröffentlichungen heute, einer davon ist ein Update, da kommen wir später darauf zurück, ist der Mod Loan Limit 10 Million, also das Kreditlimit wird auf 10 Millionen erhöht. Der Mod wird präsentiert von Bomberle, Version 1.0. Dieser Mod stellt das Kreditlimit auf 10 Millionen für die ausgewählte Währung. Ihr seht also hier, ihr könnt sehen, dass die 10 Millionen hier erreicht sind. Ihr könnt mir glauben, das waren 200 mal Klicks auf die Leertaste, um die 10 Millionen zu erreichen. Das heißt, ich würde wahrscheinlich empfehlen, nicht gleich die 10 Millionen aufs Mal zu nehmen, sondern wann nach Belieben, wann es dann notwendig ist, dann einfach den Teil der Kredite aufnehmen, die man benötigt, um das nächste Gerät zu kaufen. Von Erschaba kommt der nächste Mod, und zwar ist das dieses Lichtmastenpaket. Besteht aus 8 Lichtmasten in verschiedenen Formen und Größen. Preis pro Stück 100 Euro, Unterhalt 1 Euro pro Tag. Downloadgröße ist 0,73 MB, Version 1.0 und für alle Plattformen. Dann schauen wir uns als nächstes mal den HUD-Toggle an. Und zwar wird dieser Mod präsentiert von Viper GTS 96, hat nun die Version 1.2 und ist für PC und Mac. Downloadgröße 13 KB. Das ist dieser eine Mod, der ein Update bekommen hat. Und zwar jetzt hier auf, wie gesagt, auf die Version 1.2. Es wurden kleine Änderungen gemacht, zum Beispiel Hilfemenü Textpriorität auf sehr niedrig geändert. Die Registrierung der Eingaben wurden nun korrekt durchgeführt. Also hier einfach die Alt-Taste und die 1-Taste drücken und dann kann man den HUD verschwinden lassen oder natürlich umgekehrt wieder einblenden lassen. Alt 1, so einfach geht's. Der nächste Mod kommt von FS Miner und zwar ist das das Mähwerk für den Kompaktlader. Downloadgröße 1,47 MB und für alle Plattformen natürlich in der Version 1.0. Dieses Gerät ermöglicht, dass man jetzt auch mit dem Kompaktlader Rasen mähen kann. Das schauen wir uns mal an. Ich schalte mal den Top-Rad ein. Also ihr seht, das funktioniert ganz gut. Ist wahrscheinlich vor allem gedacht, um in kleine enge Ecken zu kommen, am Straßenrand und so weiter. Ja. Das Kompaktlader-Mehrwerk sieht im Shop so aus, kostet 3.100 Euro, wiegt 400 Kilo, benötigt 5 PS, hat eine Arbeitsbreite von 1,9 Meter und arbeitet bei 15 km/h. Die nächsten paar Mods werden von Giants selber veröffentlicht und zwar fangen wir gleich an mit dem Pöttinger Nova Alpine 261. Downloadgröße 5,37 MB, Version 1.0 und für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um einen Frontmäher und zwar sieht er so aus, es gibt hier keine Möglichkeit der Änderung der Farb- oder Konfigurationsmöglichkeiten an sich. Wiegt 460 Kilo, braucht 45 PS bei einer Arbeitsbreite von 2,6 Meter und der Arbeitsgeschwindigkeit von 22 km/h. Der Gesamtpreis in dieser Ausführung hier 12.000 Euro. Daran angehängt kommt der EBI TT 281 Plus. Das ist der Kompakttraktor, auch von Giant Software, Downloadgröße 13,86 MB, Version 1.0 und zwar für alle Plattformen. Kommt mit einer Leistung von 109 PS, wird stufenlos geschaltet, hat 90 Liter Tankfüllmenge, Höchstgeschwindigkeit bei 40 km/h, Gewicht 2,9 Tonnen. Der kann mit entweder mit Mittas
oder Trelleborg-Reifen ausgestattet werden. Bei den Mithas-Reifen haben wir die Möglichkeit von Standard-Breitreifen und Zwillingsbereifung. Dann kommt der kleine Spoiler. Hier kann das Vorgewendemanagement mit eingebaut werden und natürlich auch GPS. Der Preis in dieser Konfiguration jetzt ohne etwas hinzuzufügen ist bei 92.000 Euro. Da ich es vorhin schon gespoilert habe, hier kommt der nächste Mod und zwar ist das Vorgewendemanagement. Und zwar wird das angeboten von Jason06 Glowins Modschmiede. Dies ist jetzt schon in der Version 2.0, also das gab wahrscheinlich hier eine frühere Version, das ist korrekt. Und hier, das ist für PC und Mac gedacht nur. Also Konsolenspiele können davon leider keinen Gebrauch machen. So, was ermöglicht uns dieses Vorgewendemanagement und wie wird es errungen? Wie vorhin gesehen, kann beim Kauf oder bei der Reparatur in der Werkstatt die Option des Vorgewendemanagements für 3.000 Euro hinzugefügt werden. So wird das Fahrzeug damit ausgerüstet, zusätzlich zum GPS natürlich. Mit dem Vorgewendemanagement können Funktionen im Fahrzeug zusammengefasst und gemeinsam per Knopfdruck aktiviert werden, um Wendemanöver bei der Feldarbeit zu vereinfachen. Alle Funktionen sind je Fahrzeug über die Bedieneroberfläche einzeln aktivierbar und deaktivierbar, um eine ideale Anpassung an die durchgeführten Arbeiten zu erreichen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, ein separates Tutorial über das Headland Management zu machen und hoffentlich in Kürze auch präsentieren zu können. Versuchen wir trotzdem, das mal kurz auf die Schnelle zu verstehen. Also wir sind jetzt im sogenannten Feldarbeitsmodus. Das heißt, wir fahren jetzt aber hier auf das Feldende zu. Im GPS-Mod kann man einstellen, was passiert, sobald man zum Feldende kommt. Jetzt kann ich mit der Shift-X-Taste umschalten. Und dann hört man auch schon, dass der Mod aktiv wird. Und wenn ich jetzt wieder Shift X drücke, müsste der eigentlich automatisch wieder weiterfahren. Ich versuche das mal hier nochmal in der Mitte des Feldes. Also wenn ich jetzt Shift X drücke, verlangsamt er, so dass ich jetzt wenden kann. Wenn ich wieder Shift X drücke, klappt nicht. Also, wenn ich jetzt wenden will, schalte ich auf Umschalt X. Das aktiviert den Headland-Modus, also den Vorgewendemodus. Dann leine ich das wieder schön ab, so auf, wie das kommen sollte. Dann sollte Shift X. Sowohl das Tempo wieder aufnehmen und als auch den GPS-Code wieder übernehmen. Gehen wir zurück zu den Mods, die von Shines herausgegeben worden sind. Und zwar ist dieser nächste hier der TerraDisc 3001. Ist im Shop unter den Scheibenecken zu finden, wiegt 1,9 Tonnen,
benötigt 95 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern und arbeitet bei 18 km/h. Die Downloadgröße für dieses Teil ist 5,43 MB, ist in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese beiden Rigi-Tracks schauen wir uns im Einzelnen an. Das sind zwei Mods, die auch von Giants herausgegeben worden sind. Und zwar schauen wir zuerst uns an den Rigi-Track SKH150. Downloadgröße 23,29 MB, Version 1.0 und für alle Plattformen. Dieser Rigi-Track hat eine Leistung von 150 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 150 Liter bei 38 Liter DEF und hat eine Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h, wiegt 6 Tonnen und kann mit Trelleborg, Michelin, Continental, Mitas, BKT, Fredestein und Nokian Reifen ausgestattet werden. Auch hier die Reifenvarianten, wie immer, spiele ich nicht durch, könnt ihr selber ausprobieren. Frontladeranbau natürlich verfügbar in jeglicher Art und Weise, die wir kennen. Dann auch hier das Vorgewende-Management ist einbaubar und auch natürlich das GPS. In der Ausführung ohne Änderung kostet dieser Traktor 116.000 Euro. Gehen wir jetzt vom großen Bruder zum mittleren Bruder der Rigitrack-Serie. Und zwar ist das hier der Rigitrack SKH75. Downloadgröße 26,9 MB in der Version 1.0 und auch für alle Plattformen. Dieser Traktor hat in der Standardausführung hier 116 PS, wird stufenlos geschaltet, hat 100 Liter Tankfüllmenge plus 25 Liter DEF, Maximalgeschwindigkeit 40 km/h und wiegt 3,6 Tonnen. Auch der kann ausgestattet werden mit Trelleborg, Continental, Mitas, Bredestein, Michelin und wieder Trelleborg-Reifen. Auch hier spiele ich nicht die einzelnen Reifentypen alle durch. Hier Frontladeanbau natürlich auch wieder verfügbar. Und zwar hier nur die Quickie-Version. Auch hier kann das Vorgewendemanagement hinzugebaut werden, sowie auch das GPS. Der Traktor kostet in der Ausführung ohne Änderung 82.500 Euro. Der nächste Mod von Giants ist dieser Pöttinger Synchro 3020. Dieser Grubber hat eine Downloadgröße von 4,03 MB in der Version 1.0 und natürlich auch für alle Plattformen. Dieser Grubber wiegt 1,2 Tonnen, braucht 90 PS, Arbeitsbreite 3 Meter und arbeitet bei 15 km/h. Auch hier keine Konfigurationsmöglichkeiten gegeben. Der nächste neue Mod, auch noch von Giants, ist dieser Kvaerneland Turbo 8000T. Auch dies ist ein Grubber, Downloadgröße 16,11 MB, Version 1.0 und auch für alle Plattformen natürlich. Ja? Dieser Grubber kommt mit der Möglichkeit, das Nummernschild zu konfigurieren, wiegt 6,9 Tonnen, benötigt 300 PS, Arbeitsbreite 7,70 m und arbeitet bei 15 km/h wie alle Grubber. In der Ausführung und natürlich so, wie der hier steht, ist der 79.500 Euro. Reitkamera der ersten Person oder Reitkamera in der Ego-Ansicht ist der nächste Mod, der hier vorgestellt werden kann. Und zwar kommt der von GTX. Downloadgröße 17 KB, Version 1.0 und ist nur für PC und Mac. Dieses erlaubt, dass wir auf dem Pferd aufsteigen können und aus der Erstperson, also aus der Ego-Perspektive, das Ganze sehen können. Ne? Also ihr könnt sehen, natürlich können wir dann auch umschalten, aber das ist auf jeden Fall mal eine gute Alternative zum bisher gesehenen. Ein weiterer Mod von Airshaba oder VSR Modding Sur ist dieser Silage Additiv Kanister.
Dieser gelbe Kanister hier hat eine Downloadgröße von 0,25 MB, ist in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen gedacht. Wie der Name schon sagt, mit diesem Kanister kann Siliermittel handlich und praktisch transportiert werden, um auf dem Feld die Ladewagen, Mähdrescher und die Feldhäcksler bequem zu befüllen. Ihr seht also, der kann ganz praktisch von Hand gehoben werden. Kapazität sind 50 Liter und kostet 500 Euro. Sieht im Shop ziemlich einfach aus, gibt natürlich hier auch keine Einstellungsmöglichkeiten. Wie gesagt, nochmal 50 Liter bei 75 Kilo. Wer die Marke Stoll vermisst hat, und zwar alle Frontlader, Werkzeuge und so weiter, der kann jetzt aufatmen. Stellvertretend für den nächsten Mod, dem Stollpack, das von Yeyen kommt. Downloadgröße 4,72 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen habe ich diese Ballenzange genommen. Und schaut sich im Detail im Shop folgendermaßen an. Wir haben hier die Universalschaufel, den Ballenspieß, die Silage Schneidezange, die Spulenballenzange, wie gesagt, die haben wir schon gesehen. Die Poltergabel, die Dunggabel, die Gabelzange, Palettengabel und die Rollenballengabel. So, das ist das Paket, das beinhaltet diese Werkzeuge hier und alle gedacht für den Frontlader. Die Greifschaufel, die wir hier sehen, kommt von Vertex Design. Downloadgröße 3,3 MB, Version 1.0 und auch für alle Plattformen. Die Greifschaufel hat ein Fassungsvermögen von 3900 Liter, wiegt 604 Kilo und kostet genauso 3900 Euro. Also das Kilo kostet 1 Euro. Nico Du55 präsentiert den Kuhn Planter 3 R12 Reihen und zwar mit einer Downloadgröße von 11,03 MB und in der Version 1.0 natürlich auch für alle Plattformen. Das ist eine Einzelhorn-Sämaschine, die auch mit Dünger ausgestattet werden kann. Faltet sich so zusammen. Hat ein gesamtes Fassungsvermögen von 1204 Liter. Das ist also Saatgut wie auch Dünger gemeinsam. Wiegt 2,3 Tonnen, braucht 100 PS und arbeitet bei 5,40 Meter. Das Gerät, so wie es da steht, weil es gibt keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten, kosten 54.000 Euro. Das Blubbern im Hintergrund kommt von dem Case IH 1455 XL Traktor und zwar wird der präsentiert von Universe Simu Modding. Downloadgröße 13,26 MB für alle Plattformen gedacht und ist natürlich in der Version 1.0. Kommt mit 145 PS mit einer Schaltung, die manuell und Last geschaltet ist. Tankfüllmenge 200 Liter. 40 km/h Maximalgeschwindigkeit und wiegt 6,6 Tonnen. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Trelleborg, Michelin, Continental, Mitas, BKT, Wredestein und Nokian. Auch hier die Reifenvarianten gehe ich nicht im Einzelnen durch. Hier kann der kann mit den Rundumleuchten oder Blitzleuchten ausgestaltet werden. Frontladeranbau gibt es den Stoll, den Hauer und den Quickie. Schön, dass der Stoll zurück ist. Auch hier kann das Vorgewendemanagement hinzugefügt werden, sowie auch das GPS. Farbenvarianten haben wir hier einiges zur Auswahl und kostet jetzt in der Ausführung hier, ich gehe zurück auf die Standardfarbe, kostet in der Standardausführung ohne Zusatz 102.000 Euro. Den SEM 3M von XOILS, dieser Gruppe hier, Downloadgröße 2,75 MB, Version 1.0 und für alle Plattformen gibt es im Shop für 10.500 Euro. Wiegt 325 Kilo, arbeitet bei 20 PS und mit einer Arbeitsbreite von 3 Metern. Die Arbeitsgeschwindigkeit ist limitiert auf 14 km/h und hier kann die Farbe verändert werden entsprechend. Ja? Diesen Grupper kann ich mir sehr gut vorstellen auf No Man's Land.
Kostenpunkt ist nicht sehr hoch. Trotzdem kann man ihn mit einem kleinen Traktor oder sehr kleinen Traktor bedienen. Also mit 20 PS, die er benötigt, sind wir bitte mit diesem Zetor perfekt dabei. AFS Mods bringt uns diesen Tiefentlockerer hier. Das ist die Lizard SR Series. Und zwar Downloadgröße 5,1 MB, Version 1.0 und für alle Plattformen. Das ist ein Pack von zwei Tiefentlockerern. Also zum einen mal den SR05 und den SR09. Der SR05, das ist der kleine, der wiegt 560 Kilo, braucht 89 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,3 Metern und arbeitet bei 15 km/h. Hier kann lediglich die Hauptfarbe geändert werden. Preis ist 9.830 Euro. Der große Bruder der SR09 wiegt 1,6 Tonnen, braucht 165 PS, Arbeitsbreite 4,1 Meter und arbeitet bei 15 km/h. Der kann auch farblich angepasst werden, wie man den gerne hätte. Kostenpunkt ohne Änderung 25.498 Euro. Der nächste Mod heißt Jetzt wachsen und kommt von Viper GTS 96. Hat eine Downloadgröße von 19 KB in der Version 1.0 und ist nur für PC und Mac. Mit diesem Mod kann man das Wachstum der Pflanzen vorantreiben, und zwar indem man die Backspace-Taste drückt. Es wird angegeben, dass die Verzögerung ca. 5 Sekunden dauert. Also ich habe ein Problem mit diesem Mod, der scheint bei mir nicht zu funktionieren. Warum, woran es liegt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich muss da tiefer reingucken. Also ich habe jetzt die Backspace-Taste gedrückt. Ich habe sie auch mal 5 Sekunden gehalten. Aber es scheint mir hier beim Wachstum keine Änderung vorzugeben. Der nächste Mod kommt von Black Eyes Modding. Und zwar den Zeppi MaxiSoil 350. Downloadgröße 8,14 MB, Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar ist es eine Forstfräse, also eine Budenfräse mit 3,50 Meter Arbeitsbreite. Wiegt 5 Tonnen, braucht 300 PS. Arbeitet, wie gesagt, schon bei 3,50 Meter Arbeitsbreite und bei 7 km/h. Hier kann die Reifenvariante geändert werden, wobei das nicht den Reifen verändert, sondern die Rolle entfernt oder hinzufügt. Und diese Bodenfräse oder Forstfräse kann dafür verwendet werden, um den Boden im Wald zu lockern, fräst Wurzeln und Stümpfe bis zu einer Tiefe von 35 cm und so kleine Steine bis zu 50 cm Durchmesser. Kostenpunkt 56.000 Euro mit der Rolle, die hier angehängt worden ist. Univers Simu Modding bringt noch einen weiteren Mod, und zwar das Ponch Pack. Downloadgröße sind 48,83 MB, Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar bringt er verschiedene Anhänger als Pack ins Spiel. Und zwar zum einen mal den Chronofeed. Ich gehe mal davon aus, dass dieser benutzt wird, um Tiere zu füttern. Also der hat hier seitlich einen Auslass. Oben kann eingefüllt werden und dann kann der benutzt werden, um Tiere zu füttern. Hat ein Ladevolumen von einem Kubikmeter, also 1000 Liter, wiegt 504 Kilo. Und das ist alles, was man hier einstellen kann. Des Weiteren ist in diesem Pack inkludiert auch ein Ballenwagen, ein ganz kleiner für eine Balle. 354 Kilo schwer ist er und nimmt sowohl eine runde wie auch eine eckige Koala-Balle auf in jeder Größe. Dem kann hier natürlich dann auch noch die Auto-Load-Funktion hinzugefügt werden. Des Weiteren kommen noch ein paar andere Ballenwagen hinzu. Das ist einmal für 24 Ballen, einmal für 28 Ballen und einmal für 32 Ballen. Jeweils alle Größen werden angenommen.
Des Weiteren kommt ein Tieflader, der verwendet werden kann, um natürlich andere Fahrzeuge zu transportieren. Und dann kommen noch zwei Tiertransporter. Einmal den BHX902 für 7 Kühe, 16 Schweine, 15 Schafe oder 9 Pferde. Und der große Bruder davon, dann der 11503, der nimmt dann 9 Kühe, 22 Stück Schweine, 22 Stück Schafe und 12 Stück Pferde. So, und nach so viel Arbeit ist natürlich sicher auch mal das eine oder andere Gerät schmutzig geworden. Und daher kommt der nächste Mod, und zwar kommt er auch wieder von YPTTS96. Downloadgröße 0,29 MB, Version 1.0, und ist wiederum nur für PC und Mac. Und zwar ist das der Sofortwäsche-Mod, und zwar mit der Tastenbelegung einfügen. Wird das entsprechende Fahrzeug sofort gewaschen. Also nochmal, einfügen, werden die Fahrzeuge sofort gewaschen. So, das war's heute nach einem aufregenden Tag mit sehr vielen Mods. Natürlich ist ein Teil von diesen Mods auch schon gestern Abend veröffentlicht worden. Daher die Kombination aus den Mods, die ich gerade vorgestellt habe. Ich hoffe, es war unterhaltsam, es hat euch was gebracht. Mir hat es sehr viel gebracht, einiges kennenzulernen, was kommt. Ich werde den einen oder anderen Mod natürlich nochmal genauer angucken, vor allem der Immediate Growth, also den schnellen Wachstum, also den Wachstumsbeförderer, der bei mir nicht funktioniert hat, den werde ich mir sicher noch einmal angucken. Auch werde ich versuchen, über das Headland Management noch ein bisschen mehr herauszufinden und darüber dann ein Tutorial zu erstellen. Erstmal möchte ich mich für heute ganz, ganz herzlich bedanken fürs Dabeisein. Gib mir doch einen Daumen nach oben, wenn ihr denkt, dass die Vorstellung des und der Mods hier erfolgreich war und euch das gefallen hat. Solltet ihr die Mod-Vorstellung, die wahrscheinlich schon morgen kommt, dann Giants wird natürlich jetzt wirklich mit großen Mengen Mods raushauen. Die haben sich da wahrscheinlich bis zu 700-800 Mods angehäuft, die sie noch bearbeiten müssen. Deswegen werden die wahrscheinlich jetzt damit Hochdruck daran arbeiten, die Mods herauszubringen. Daher wahrscheinlich morgen wieder bei der nächsten Mod-Vorstellung. Herzlichen Dank nochmal. Danke, tschüss und hasta luego.